Leben wie die Kelten. Das zeigt der Kulturverein Alauni 2 Wochen lang im Keltendorf auf dem Dürnberg. Auch wenn das Dorf, das seit 1980 besteht, mittlerweile ganz gut ausgestattet ist, war das Leben 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung offensichtlich sehr anstrengend. Man merkt es dann körperlich schon, dass er ein bisschen ausgezehrt ist. Also ich habe auch schon ein paar Kilo abgenommen inzwischen. Mir rutscht der Gürtel schon über die Hüften runter. Und dann sehe ich immer, dass, aha, jetzt bist schon wieder etwas leichter geworden im Vergleich zum normalen Alltagsleben. Wir haben natürlich bestimmte Dinge auf unserem Plan, die wir halt in den 14 Tagen durchziehen wollen. Also unser großes Projekt war jetzt eben eine große Gießerei hier aufzubauen. Wir haben das Gebäude soweit aufgebaut, also das heißt ein Dach drüber, wir haben eine Wand errichtet, eine Flechtwerkwand, die dann nur mit Lehm verputzt wird. Das sind also alles ziemlich harte Arbeiten, die man als Büromensch ja nicht so gewohnt ist. Und die meisten hier sind halt hier irgendwo im Büro tätig und das schlaucht einem dann schon ziemlich. Seit 2005 bewohnt der Stamm der Alauni das Keltendorf. Für einen solchen Verein ein Luxus. Deshalb werden auch Mitglieder anderer Keltenstämme eingeladen, um den Alltag, der aus Handwerk und Tauschhandel besteht, gemeinsam zu bestreiten. Du, ich nähe eine Tunika für den Johannes, weil der braucht noch eine kurzärmelige, weil es ja so heiß ist. Er hat mir wunderschöne Hallstatt-Gürtelbleche hergestellt und dafür revanchiere ich mich. Er kriegt von mir die Tunika und dann kriegt er noch eine brettchengewebte Borte. Da ist halt oben der Kopf, ne? Schulternähte, Ärmloch. Die Kelten waren durchaus geschickte Handwerker. Ihre Techniken nachzumachen fällt deshalb nicht immer leicht. Das meiste haben sich die Mitglieder des Keltenstammes selbst beigebracht. Wir machen das alles autodidaktisch. Wir haben zu Hause auch eine Schmiede. Und wir machen das autodidaktisch. Also selbst beigebracht. Prinzipiell versuchen wir erstmal alles. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben halt nicht. Ich habe unten am Zelt habe ich ein Hufeisen hängen, da habe ich umgeschmiedet zu einer Sichel. Also, man tut, was man kann. Ne? Das Keltendorf ist für das Publikum geöffnet. Die Erfahrungen werden mit den Besuchern geteilt. Das ist eine Technik, die bis heute noch im kompletten Ostseeraum gemacht wird. Und ja, das hat man jetzt einfach Vorlagen für die Muster. Aber im Prinzip, wenn man einmal das System verstanden hat, kann man sich sein eigenes Muster ausdenken. Da geht eigentlich so viel anders. Ich versuche jetzt Wolle mit Kleeblüten zu färben. Also mit Zwiebeln, das kann man zum Beispiel gelb färben, mit Kapwurzeln rot. Und so. Und wir haben gestern schon Färbeexperimente gemacht, die hängen hinten. Und das ist jetzt halt mal so ein ganz neues Experiment. Bis zum 9. August haben der Stamm der Alauni und ihre Keltenkollegen noch Zeit zu experimentieren. Dann heißt es raus aus der Tunika und wieder hinein in den Alltag. Bis zum nächsten Jahr, wo die Zeit der Kelten auf dem Dürnberg wieder zum Leben erweckt wird.